Ich raste gleich vollkommen aus. Hallo und herzlich willkommen, hier ist Gustav und heute eine Folge billige Snipen. Ihr kennt bestimmt alle oder die meisten sollten Aimbrot kennen, super YouTuber, ich finde den super sympathisch, ich gucke sehr gerne seinen Kanal. Einer von den Deutschen, mir am liebsten auf jeden Fall. Und er ist so ein Halbgott beim Snipen, er hat dann die Serie chillige Snipen, wo er einfach nur so ein bisschen rumsnipt und dann teilweise so übertriebene Schüsse macht. Und ich gucke den da voll gerne zu und denke mir mal, vielleicht ist Snipen doch gar nicht so uncool, aber ich kann Snipen gar nicht. Also wir reden halt von gar nicht. Mein Ziel bei billiges Snipen ist es einfach nur positiv zu werden. Und ich werde schon öfter mal gefragt, kannst du mal ein bisschen snipen? Und ich beantworte es meistens mit, ich kann es nicht. Das ist eigentlich nicht cool zuzusehen. Jetzt habe ich hier, ich habe leider keinen orangen Hintergrund, so wie der Aimbrot halt. Oder Max heißt er, glaube ich. Ich glaube, er heißt Max. Deswegen habe ich einfach so einen senfgelben Pulli angezogen und werde einfach jetzt billige Snipen machen. Ich finde das total lustig, wie das klingt. Leute, es ist ungelogen. Ihr denkt jetzt vielleicht, oh, positiv und so. Ja, ja, positiv mit der Sniper, das ist für mich wirklich schwer. Dazu gelten aber trotzdem auch Pistol Kills und auch der Specialist. Wollen wir jetzt mal nicht mehr zu schwer machen. Dabei ist der Axon, wie schon so oft. Ja, ein Team Deathmatch. Sonst bin ich vollkommen überfordert. Oh, Fringe ist ja wohl die Sniping-Map, ne? Und ich kann wirklich gar nicht mit dem normalen Optics umgehen. Also mit dem normalen Zoom von dem Ding. Das macht mich so fertig. Ich brauche am besten gar keinen Zoom oder halt Low-Zoom-Optics. Ansonsten, Junge, kack ich sonst ab. Das ist richtig schlimm für mich. Ich finde das immer so lustig. Ich gucke dem Aimbrot wirklich gern zu. Ich finde den klasse. Und ich denke auch, also er ist halt irgendwie so ein erfrischender Neuling. Ja, nicht Neuling, natürlich nicht. Aber er ist irgendwas für Erfrischendes in der Kotz-Szene, finde ich, weil ich mag den wirklich sehr. Und er unterscheidet sich auf jeden Fall durch die anderen Kot-YouTuber oder sagen wir jetzt mal Ex-Kot-YouTuber, weil viele von den jetzt großen damaligen Kot-YouTubern einfach kein Kot mehr machen. Ist halt blöd, wenn man Kot mag und Kot sehen will und die machen halt überhaupt nichts mehr mit COD, sondern Lifestyle oder was auch immer. Nichts dagegen, ich gucke mir das halt nicht an, interessiert mich einfach nicht, nichts dagegen, aber wenn man halt COD mag und COD-Videos sehen will, dann ist das ein bisschen schade und langweilig. Außerdem spielt der junge Mann, oh Gott, habt ihr das gesehen, wie ich daneben geschossen habe? Junge, 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 alter Schwede, war das schlecht. Was? Wie er sich einschleichen wollte, ne? Aber ich habe es ihm nicht genehmigt. Nein! Oh, ich bin so dermaßen schrecklich schlecht im Snipen, ne? Wow, ach, von hinten. Ich denke schon gerade, hat der ein Aim? Aber der hat mich auch getötet. So ist ja nicht. Seine scheiß Vespa, da habe ich mal direkt wieder Bock drauf, die Vespa. Hier, friss das. Nein! Oh Gott. Und dann mache ich einen Hitmarker. Und dann mache ich einen Hitmarker. Gott, 1 zu 3. Oh Gott. Es läuft noch schlechter als gedacht. So. Ah, da war der. Ich habe den nicht gesehen zuerst. Fuck. Ach Mann, ey. Ich würde so gern so snipen können wie der Aimbrot. Aber das kann ich... Oh Gott. Das war schon richtig peinlich eigentlich gerade. Aber okay, kann ich beleben. Was? Nein. Nein, 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 nein. Die sind aber auch immer überall, oder? Ja, 3-0 steht er gegen mich. Natürlich mit seiner scheiß Vespa, Alter. Keiner will mit mir snipen. Och, nee! Hilfe! Da, du Pimmelkopf! Da, du noch größerer Pimmelkopf! Boom, ich weiß nicht, wie ich diese Kills manchmal abgreife, weil, wie ihr seht, also können tue ich es nur wirklich nicht, ne? Ist da jemand? Nee. Boom! Headshot! Wow. Wie geil! Ne, da, ich dachte, da wäre jemand drin. Aber ich irrte mich wohl. Aha. Na komm. Komm. Komm mal hier. Wie er da stand und dachte, er kann etwas. Aber die Wahrheit, ich habe bewiesen, nein, er kann nicht. Fuck. Oh, nee, die Dinger werden... Oh, die gehen voll auf mich. Hilfe, nein! Ich wusste nicht, wohin ich soll. Junge, ich war auf dem Blutrünstig. Ich bin zufrieden. Ich stehe 8-5. Läuft bei mir. Ah! Ich muss hier weg.
Die Bretschi, Alter. Du kannst einfach nichts gegen diese Waffe machen. Die fuckt so ab auf dem PC. Das ist so zum Kotzen. Da ist er. Nein. Scheiße. Ich hätte ihn fast gehabt, aber ja, da bin ich halt zu schlecht für. Kann ich nicht anders sagen, da bin ich zu schlecht für. Ich weiß auch, dass ich natürlich übertrieben Hardscope und nicht dieses Quickscopen mache, was ihr da immer auf der Konsole auch so macht. Aber irgendwann gewinne ich immer gegen den Typen. An alle übrigens, außerdem, die es noch nicht wussten, auf den Sniper Rifles hat der Schalldämpfer keinen Nachteil. In normalen Call of Duty, wie wir das kennen, gibt es ja immer eine Reichweitenminderung oder Range Penalty. Die gibt es in diesem Spiel tatsächlich nicht. Einfach das Ding dran machen und du wirst nicht mehr gesehen, wenn du geschossen hast, aber es gibt wirklich keine Nachteile. Das war's. Meine Kollegen sind überall, ne? Ich glaube, gegen den Typen habe ich ungefähr alles gewonnen. Ich habe in seine Hand geschossen. Ah, fuck. Also ich komme auch langsam mit zurecht ein bisschen, ne? Also ich werde besser, sagen wir es mal so. Oh, der mit seiner scheiß Vespa, Alter. Ich hasse diese Vespa so sehr. 11-9. Boah, ich bin unter den Top 3. Junge. Ah, snipen? Ich muss zugeben, das hat mir gerade... Halt, ich habe es heute quasi das erste Mal wieder getan seit, ich weiß nicht wie lange. Das hat mir richtig Spaß gemacht bisher. Oh, das Thermalvisier. Sollen wir das mal probieren? Ja, komm, wir probieren mal das Thermalvisier. Ich habe mir ein bisschen versucht, die Haare wie der Aimbot zu machen. Das ist leider mir unmöglich, weil ich einfach zu wellige Haare habe. Und außerdem habe ich nur Haarspray hier gehabt, was nicht für den Halt sorgen kann, den es bei Aimbot gibt, der ja ein eigenes Video dazu gemacht hat, wie er sich die Haare macht. Ich rede ein bisschen viel über Aimbot. Nein, tue ich nicht. Es ist nicht so viel. Wir gehen erstmal in die Sniper-Position. Ach. Boom. Ah, fuck. Hä? Ich war gerade klar auf dem drauf. Also als Sniper muss man ja schon ein bisschen campen, ne? Da war jemand, ich habe den gesehen. Oh Gott. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Oh, noch einer. Zwei mit diesen fiesen Scheiß-Bretschis, Alter. Fuck mich das schon wieder ab. Aber auf der Map sind sie zum Glück ein bisschen benachteiligt. Hier, kannst du haben. Hier waren zwei drin, sag ich doch. Axon, geh mir aus dem Weg. Oh fuck, ich werde hier bestimmt voll hinterlaufen. Ich wusste es sogar. Sag mal, warum nehme ich eigentlich nicht eine Zweitwaffe auf? Das verstehe ich ja nicht, ne? Huch, wo? Ich sehe den nicht. Was ist das für eine scheiß Camper-Position da oben? Junge, der campt mehr als ich als Sniper. Boom! Ah, ach so, der war das. Ich habe ja jemanden gehört. Aber ich wusste nicht von wo. Boom! Wie kriege ich den nicht? Da, du kleine miese Miau Miau. Ihr merkt das ja, wie leise ich bin. Ich muss mich übertrieben konzentrieren. Boom! Irgendwann habe ich das Ding dabei. Hitmarker! Oh. Boom! Oh, noch eine. Oh mein Gott, wie viele sind denn da? Gott, 3 Stück oder so. Ich bin erster in unser... Ihr wisst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Ich snipe nie. Ich kann das nicht. Okay, das war jetzt dann halt mal ein guter Schuss. Das ist auch geil, wenn man sowas sagt und dann aus Versehen mal einen guten Treffer macht. Oh, oh. Sobald er dich einmal trifft und die Reichweite von dem Ding ist ja verrückt, kannst du nichts mehr machen. Ich raste gleich aus, Alter. Das ist so unfair, gegen so einen Hurensohn zu spielen. Bitte patch die Waffe. Bitte. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh, nein. Ist schon wieder er, ne? Ja. Ich raste gleich aus. Immer dieser kleine Hurensohn. Warum begegne ich nur noch dem? Lass mich doch einfach nur meinen Spaß haben.
da, Scharfschütze. Schön, dass er erst Axon abgeschossen hat. Aber ganz ehrlich, ich raste bei diesen Typen gleich aus. Das nervt mich so sehr. Pff, wie er mich nicht bekommen hat, ne? Kurz mal ausruhen. Es ist schon wieder er, ne? Es ist schon wieder dieser Typ. Wie ich die Orientierung dann auch noch verliere. Ja, natürlich. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich bin. Aber eben mal nur, ich sterbe entweder durch ihn oder wegen ihm. Scheiß Bretschi, Alter. Ganz ehrlich. Scheiß Hundesohnwaffe. Bin so angepisst, ne? Ich bin so richtig angepisst, wie der Bretschi-Typ mir das ganze Spiel versaut. Dachte, ich hätte jemanden gesehen. Ich raste gleich vollkommen aus. Fick dich, Alter!